Hallo, ich bin Christian. Schön, dass ihr wieder bei mir seid. Heute gibt es etwas Vorweihnachtliches. Ich mache ein Advent-Sauerbraten. Sehr einfach in der Entstehung, maximal lecker, wunderschön im Geschmack. Ich zeig's euch. Ich benötige ein schönes Stück Rindfleisch. Das ist ein Schildstück, ungefähr 1,2 Kilogramm. Wie immer, die Mengenangaben müsst ihr euch nicht merken. Schaut ins Rezept, da stehen sie. Auch wie immer von der Landmetzgerei Fulle. Ein richtig schönes gewachsenes Stück. Was brauche ich noch? Ich brauche 3 Zwiebeln, die werden geschält und gewürfelt. 3 Möhren, die werden ebenfalls geschält und gewürfelt. Ich brauche später Rosinen. Ich brauche für den Sud Balsamico Helm, ich brauche Buttermilch, ich brauche Rinderfond. Hinterher für die Soße brauche ich Sahne, Honig, Butterschmalz zum Anbraten, beziehungsweise das ist kein Butterschmalz, sondern braune Butter. Das ist eine ganz andere Nummer. 2 Lorbeerblätter, bisschen Salz, bisschen Pfeffer, 2 Sternanis und 1 gestrichener Esslöffel Lebkuchengewürz. Ich bereite das Gemüse vor und dann geht es auch gleich schon an den Sud. So, widmen wir uns erstmal der Marinade zu. Das sind 300 ml Essig, Balsamic-Essig weiß, 400 ml Rinderfond, 2 Möhren, die Zwiebeln, Gewürze, Sternanis, Lebkuchengewürz, Salz, Pfeffer und die Lorbeerblätter. Gut vermischen und einmal aufkochen lassen. So, das Ganze ist jetzt einmal aufgekocht, das reicht mir. Das lasse ich jetzt abkühlen. Stellt es am besten da draußen, denn wir haben gerade plus 1 Grad, dann geht es schneller und dann kommt die Buttermilch hinzu. So, mittlerweile ist mein Sud abgekühlt, die Buttermilch kommt hinzu. Zack. Einmal gut verrühren. Und schon ist meine Marinade für den adventlichen Sauerbraten fertig. So, zur Seite damit. In meinen vorbereiteten Vakuumierbeutel kommt mein Fleisch, das Schildstück. Schon ist es drin. Hier oben habe ich 2-mal umgekrempelt, damit der Rand nicht versaut wird hinterher beim Vakuumieren. Zack, ein bisschen aufmachen. Ups. Und jetzt kommt die Marinade rein. Mit dem Gemüse. Zack. That's it. Hochklappen und vakuumieren. Das Ganze einklemmen natürlich. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht zu viel Luft rausziehen, weil sonst habe ich ja die ganze Soße im Vakuumierer. Also steuern wir das gesamte manuell. Mit einem Vakuumierer, der das nicht manuell kann, könnt ihr das nicht machen, müsst ihr den Topf nehmen. Zack, das reicht mir schon und jetzt verschweißen wir das. Ein bisschen Luft kann ruhig noch drin sein. Und fertig ist er. Das ist eine Doppelnaht. Hier. Ganz einfach. Dann geht sie nicht so schnell auf. So, diesen Beutel, so wie er jetzt ist, der kommt für 3 Tage in den Kühlschrank. Ab und zu mal umdrehen. Und dann geht es auch schon weiter. Aber erst in 3 Tagen.
Mittlerweile haben wir 5 Tage hinter uns. Den Sauerbraten habe ich rausgeholt. Er duftet unheimlich gut. Ich habe die festen Bestandteile von den Flüssigen getrennt, weil wir braten erst scharf den Sauerbraten an, dann kommt er raus, dann kommt das Gemüse rein mit angeschwitzt und dann werdet ihr auch sehen, wie es weitergeht. Sultanin habe ich in Wasser eingeweicht. Manche mögen das in Cognac, ich mache es in Wasser, weil ich nie genau weiß, wer hinter mir ist. Ich brauche Salz, ich brauche Pfeffer, ich brauche ein bisschen braune Butter zum Anbraten. Ich würde sagen, wir salzen den Braten. Von beiden Seiten natürlich. So, das sollte reichen. Pfeffer kommt bei mir noch nicht dran, weil ich ihn ja scharf anbraten will. Und wenn ich jetzt den Braten pfeffern würde, hätte ich vom Pfeffer nichts mehr, weil die schönen ätherischen Öle, die den Geschmack des Pfeffers hier ausmachen, sich verflüchtigen. Ein bisschen braune Butter rein. Das schmelzen lassen und dann geht's weiter. So, das Fleisch kommt rein. Und das wird jetzt von allen Seiten schön scharf angebraten. Mal schauen, wie es aussieht. Ja, so gefällt mir das. Von der anderen Seite auch anbraten. Alter Schwede, das duftet. Es ist einfach der Hammer. Ich liebe Kochen. So, noch ein bisschen auf die Seite. Die nächste Seite. Und die letzte. Das sind Röstaromen. So muss es sein. So, und raus damit. Klasse, ne? Zur Seite und mein Gemüse mit rein. Das wird angeschwitzt. Jetzt aufpassen, dass sie nicht ansetzt, denn da ist richtig Dampf drin. Ich brauche aber die Seeze, damit die alles aus den Zwiebeln und aus den Möhren herauskitzelt. Wenn ich jetzt schon die Flüssigkeit dazugeben würde, wäre das nicht der Fall, weil ich nicht über 100 Grad komme. Und schön die Röstaromen lösen, die ich gerade gebildet habe vom Fleisch. So gefällt mir das. Bisschen zur Seite damit. Das Fleisch zurücksetzen. Und mit im Fond bzw. mit der Beize auffüllen. So in etwa. Wobei der Rest kann auch noch zu, ich liebe Soße. Zack. Deckel drauf. Und das Ganze jetzt bei ganz kleiner Hitze ungefähr 2-2,5 Stunden köcheln lassen, aber bei wirklich wenig Hitze. 2 Stunden sind rum. So sieht's aus. Ich denke, bei dem Stück sollten auch 2 Stunden reichen. Das Fleisch nehme ich jetzt raus und die Soße wird durch ein Sieb passiert. Jetzt können natürlich manche Leute sagen, das könnte man ja auch alles pürieren, kann man, ich mag es aber nicht. Es ist einfach nicht meine Welt, eine breiige Soße zu haben. Sobald ihr das passiert habt, hole ich euch wieder dazu. So, die passierte Soße ist zurück im Topf. Meine Sahne kommt dazu, ungefähr 100 Milliliter. Honig kommt dazu. 1, 2, 3
ungefähr 2 bis 3 Esslöffel. Ja, das waren gute 3. Meine eingeweichten Sultaninen. Zack. Ein bisschen verrühren. Mal schauen, wie der Geschmack ist. Ja, hat was. Ein bisschen Pfefferkanz noch. Und was man natürlich sehen, die Soße ist deutlich zu dünn. Selbst für meine Verhältnisse zu dünn. Das werden wir jetzt mit Kartoffelstärke andicken. So, ein bisschen davon rein. Erstmal nur die Hälfte. Verrühren. Und einmal aufkochen. Und dann sehen wir, ob es schon dick genug ist oder nicht. So, mal schauen, ob es schon reicht. Ich denke, da geht noch ein bisschen. Noch ein Schluck. Nicht zu viel, sonst haben wir hinterher Kleister. Das will ich auch nicht. Aber so gefällt sie mir langsam. So, nun kommen wir zum Fleisch. Ich bin ja mal gespannt. Eigentlich sollte es zart sein. Oh, es zerfällt doch schon fast. Sieht doch super aus, oder? Ich finde das klasse. Ein tolles Stück Fleisch. So, das schneide ich jetzt auf. Butterzart. Ich liebe es. Ich liebe es. Leute. Und das kommt jetzt zurück in den Topf und zieht nochmal ein bisschen nach. So sieht es nun fertig aus. Ich glaube, das wird ein Schmaus werden. Das richte ich jetzt an. Zumindest zum Probieren. Gegessen wird er später, wenn meine Family da ist. Alter Schwede! So sieht nun mein Advent-Sauerbraten aus. Ich denke mal, er sieht überhaupt nicht schlecht aus. Das ist jetzt mein Probierteller. Wir selber werden hinterher einen fruchtigen Portwein-Rotkohl dazu nehmen und Kartoffeln. Ich liebe Kartoffeln. Diesen Portwein-Rotkohl, den verlinke ich euch am Ende des Videos. Es duftet lecker, jetzt bin ich gespannt, wie es schmeckt. Schauen wir mal, ich bin gespannt. Das Fleisch ist sehr, sehr zart. Wahnsinn. Sehr saftig. Da reichten die 2 Stunden noch aus. Die Soße. Nochmal probieren. Leute, was soll ich sagen? So schmeckt Weihnachten. Eine richtig einfache Sache. Die 5 Tage hat es meiner Meinung nach aber auch gebraucht. 3 Tage wären so wenig. Marinierzeit. Sehr rund, sehr lecker. Das Lebkuchengewürz kommt gut. Salz und Pfeffer, nicht zu dominant. Sternanis ist klasse. Mit dem Honig und der Sahne rundet das Ganze ab. Ich muss noch ein Stück probieren. Ich bin richtig... Mein Tisch wackelt. Richtig erstaunt. Klasse. Bevor ich mich selber lobe, das mache ich garantiert nicht, aber das, da gebe ich eine Gelinggarantie drauf. Zuschauer haben mir gesagt, das probieren und dann nochmal ein Fazit hinterher wäre zu viel. Machen wir es heute mal anders. Also kein Fazit, sondern nur die Zusammenfassung, das, was ich gerade schon gesagt hatte.
einfach, lecker und nicht allzu teuer. Das kann jeder hinkriegen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert mich. In dem Sinne, euer Christian, Glück auf, bis zum nächsten Mal. Und jetzt schon eine schöne vorweihnachtliche Zeit. Bis dann, Glück auf!